Grüße euch, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute mal mit einem Game Boy Color Titel und zwar, ihr seht es, Grand Theft Auto bzw. GTA auch gerne abgekürzt genannt. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es den Titel überhaupt für den Game Boy gab. Ist natürlich sehr ambitioniert, nenne ich es mal. Also ich habe damals auf dem DOS-PC oder ja, das war glaube ich schon Windows 95 damals, den ersten und den zweiten Teil sehr, sehr gerne gemocht. Das war ja der alte 2D-Teil mit der Draufsicht. Den dritten Teil hatte ich damals übersprungen, habe dann aber Vice City sehr, sehr gerne gespielt. Und dann habe ich auch in der Serie pausiert, bis ich mir jetzt vor, boah, ich glaube 2 Jahren oder so, GTA 5 für den PC in meinem Sale geholt habe. Schöne Spiele. Ja, ich glaube, kennt jeder die Serie, ne? Also es hat sich eine gute Schulkritik gewünscht und dann hatte ich ja letztens auf Twitter nochmal nach neuen Vorschlägen gefragt und hat der Hoodie Nerd auch mit diesem Titel, ist er angekommen. Wie immer verlinke ich euch beide Kanäle unten. Könnt ihr gerne mal besuchen, haben beide sehr schöne Kanäle auf jeden Fall. So, und jetzt wollen wir mal reintauchen. Also ich habe mich mit dem Spiel überhaupt nicht wirklich wie immer im Vorfeld beschäftigt, denn es soll ja immer bei mir so sein, diese Retro-Panda quält sich Serie. Ich beschäftige mich ja mit Absicht nicht mit dem Spiel vorher, weil es so ein bisschen dieses Gefühl ja rekreieren soll. Ihr kennt es wahrscheinlich selber damals. Ihr wart im Laden oder so, habt euch nicht großartig vorher informiert, habt ein schönes Spiel mit einer schönen Packung gesehen, einfach gekauft, zu Hause dann reingelegt und dann war die große Enttäuschung da. Ich glaube, so einen Fehlkauf hatte, glaube ich, jeder von uns damals mindestens einmal gemacht. Und diese Serie soll halt dieses Gefühl so ein bisschen ja wiederbeleben. Obwohl es natürlich kein schönes Gefühl ist, ne? So, also gucken wir mal rein. Startoption Credits. Soweit ich weiß, ist diese Portierung nicht von Rockstar direkt gemacht worden, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ist denen nur bedingt was anzulasten. Wobei es gab sogar einen zweiten Teil. Also gucken wir erstmal in die Optionen rauen. Musik immer, bla bla bla. Okay, B abbrechen, A speichern. Gut, also das übliche halt. Dann starten wir mal. Ulrika, Kifloff, Divine, Katie, Baba, Travis, Troy, Mickey, Kelly und jetzt fängt es wieder an. Ich schätze mal, können wir uns einen Charakter aussuchen. Ja, ja, hier nehmen wir mal Travis, der sieht gut aus. So, Liberty City, genau, das war ja immer die große Stadt. Gangster Bang, okay. Okay. Ich schätze mal, da kommen noch Sachen freischalten oder sowas. Keine Ahnung. Okay. Seh zu, dass du Aufträge an Land ziehst, um welche zu kriegen. Nimm die Anrufe im South Park entgegen und denke dran, wenn du missbaust, bist du dran. Okay. Das Übliche wahrscheinlich, dass die Polizei kommt. Oh. Ja. Okay, ich spiele es natürlich jetzt hier auf dem Emulator. Das geht die Übersicht eigentlich. Aber es sieht sehr krümlich aus, hä? Okay. Also ich versuche es gerade mal nach oben zu drücken, um nach oben zu gehen. Oder nach unten, um... Hä? Wenn ich nach unten drücke, dann geht er? Ich nehme mal an, dass es rückwärts ist, weil man das richtig sieht. Okay, links und rechts. Okay. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn man jetzt mit dem Steuerkreuz einfach nach links drücken würde und... Spoiler-Alarm, er wird nach links gehen, ne? Nein, sie haben das Drehen. Ich glaube, das war nicht in der PC-Version, ne? Okay, ist natürlich sehr krümelig. Wie gehe ich jetzt? Kann ich jetzt rückwärts gehen? Ich hätte es gesagt, vielleicht, dass man dann nach oben geht, irgendwie. Ah! Man muss die A-Taste drücken. Okay. Okay, also, lass jetzt einfach drücken und dann kann man sich so schön im Kreis bewegen. Ja, gut, also ich schätze mal, der Pfeil wird anzeigen, wo man hin muss. Das war in der PC-Version damals, glaube ich, auch. Boah, die Musik geht mir jetzt schon auf den Keks, ehrlich gesagt. Crazy Jim hat im North East Park einen Wagen abgestellt. Find ihn vor den Cops oder du bist ein toter Mann. Oh. Das heißt natürlich auch, dass ein Game Boy Color Spiel solche harten Töne anspricht. Ja, richtig viel Verkehr hier, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hin, ne? Also bin mal gespannt, wie das Autofahren ist. Ja,
Gut, also das System kann natürlich jetzt keine große Stadt simulieren, ne? Klar, aber hier so eine vierspurige Straße und es ist so gar nichts. Das ist dann, glaube ich, auch wirklich so nominell GTA. Ich glaube, die Stadt ist ungefähr dieselbe, oder? Kann sein, weiß nicht. Es ist schon ewig her, dass ich das Spiel gespielt habe. Oh, ist das spannendes Gameplay. Oh, jetzt muss ich da unten gehen. Okay, da ist die Bullerei. Ist das das Auto hier? Ja. Dann kann ich da jetzt einsteigen. Ich habe jetzt einen anderen Knopf. Oh, ist das pinke Auto. Boah, hier verhakt man sich aber schnell. Ja, ich will ja rein. Guckt euch mal an, ey. Hier verhakt man sich durch diese Dreherei. Ja, kann ich hier doch kein Auto fahren? Ja, ich bin hier doch. Boah, ist das fummelig. Das Spiel, also ich versuche jetzt mal alle Knöpfe irgendwie. Ja, okay, gut. Hä? Hä? Ich habe Start gedrückt und dann B. Hä? Wieso kommt man denn... ohne Vorwarnung oder so? Ich frage mich ja, wozu der B-Knopf da ist. Also zum Auto einsteigen ja offensichtlich nicht. Also ich glaube, das fällt hier eindeutig unter vermurkste Steuerung, oder? Ich drücke Start und B und breche das Spiel plötzlich ab. Normalerweise kommt doch da irgendwie so eine Warnung. Möglich abbrechen und ins Hauptmenü? Hä? Das heißt... Ah, ich habe den Auftrag jetzt gar nicht gelesen. Ich habe einen anderen Charakter genommen. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ich dachte, das wäre derselbe Auftrag. Hä? Hä? Rufen Sie sich... Warte. Quäse ich jemanden Northrang? Finde ich voll den Kopf. Ja, will ich doch. Hä? Also entweder stehe ich jetzt irgendwie komplett auf dem Schlauch. Ich nehme nochmal Travis. Also, mir wird gedacht, dass das eine gute Idee ist. Ich meine, klar, es ist ein ambitioniertes Projekt, das auf den Game Boy Color zu bringen. Ja, verstehe ich voll und ganz. Aber... ja, mache ich. So. Jetzt zeigt er hier wieder so andersrum. Was hat er denn? Hä? Ja, was denn? Ich habe doch die Mission. Ach, da ist denn auch verlassen, aber... Ah, ich hätte jetzt gedacht, dass das Verlassen diesen Bildschirm verlassen ist. Und nicht das Spiel. Ja, warum funktioniert denn der Pfeil jetzt nicht mehr? Kaufen Sie sich... Ich weiß ja noch so ungefähr, wo das ist, ne? Nur an dieses Rotieren, da muss man sich halt dran gewöhnen. Also ich finde das jetzt relativ unintuitiv. So, mein Gott. Kaufen Sie die Cops auf. Ach, jetzt springt der Pfeil um. Warum zeigt er denn zuerst auf die Dinger und dann. Ach, jetzt ist das der Auto, oder? Wie komme ich jetzt rein? Ja. Okay, so. B, nein. A, nein. Vielleicht beide Knöpfe. Nein.
Also man bleibt hier auch sehr schön immer an Ecken hängen. Man sieht ja auch schön die Hitbox, sehe ich gerade. Wie komme ich da rein? Ich habe Select und A gedrückt. Dann geht er da automatisch rein. Wie steuere ich jetzt? Also, er steuert sich jetzt nicht so wie mit Laufen. Das heißt, Select gedrückt, ist er wieder ausgestiegen. Also, Select sollte auch jetzt nicht so wirklich finde ich, Select sollte auch nicht unbedingt ein Standardknopf sein, den man ständig bedienen muss. Und frage mich, warum haben sie denn B nicht irgendwie mit solchen quasi als Aktionsknopf belegt? Ja, wie fahre ich denn jetzt? So, Select steige ich aus. Das ist natürlich jetzt auch mit der krümmigen Grafik immer schlecht zu sehen, wo hinten und vorne ist. So, ich bin drin. B. Nix. A, wo ich mit der normalerweise ja mit dem Laufen vorwärts gegangen bin, tut nix. Rückwärts, wo ich denn ja rückwärts gelaufen bin, auch nix. Vielleicht, aber dann bin ich ja wieder hier, ne? Wie fahre ich denn? Ich kann. Ich mache mal einen kurzen Schnitt, das muss ich mal kurz recherchieren, glaube ich. So, ich habe jetzt mal geguckt, also A soll auch hier theoretisch Gas geben. Aber warum macht's das nicht? Ich verstehe es nicht. Er tut nichts. Ich verstehe es echt nicht. Irgendwas muss ich übersehen. Oh. Es tut mir leid, dass ich euch nicht viel zeigen kann, aber das ist echte Verzweiflung. Wie kann man denn ein GTA hier verhunzen? Also ich habe es gelesen, Steuerung ist Select, wechselt die Waffen durch, weil es in Ordnung ist. Select A steigt mein Auto ein und Select steigt mein aus. Und der B-Knopf soll zum Schießen sein. Ich will nur fahren hier, komm. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich muss hier echt aufgeben. Es tut mir leid, aber ich muss hier aufgeben. Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Aber der Titel hat, glaube ich, zu Recht so einen schlechten Ruf. Die Grafik ist krümelig. Die Steuerung ist sehr fummelig. Die hätte man auf jeden Fall wesentlich besser machen können. Wie gesagt, es ist natürlich sehr ambitioniert, das auf den Game Boy Color zu portieren. Aber wenn man es macht, dann kann man es auch vernünftig machen. Und wie fährt man? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es echt nicht. Ich habe nichts vor mir, nichts hinter mir. Also ich schätze mir auch, die Kämpfe später können sehr, sehr problematisch werden, weil die Grafik ja sehr, sehr krümelig ist. Aber naja, gut. Danke, dass ihr reingeschaltet habt diesmal. Ich bin ja echt verzweifelt diesmal. Also an der Steuerung scheitere ich echt, keine Ahnung. Danke, dass ihr reingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.